Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Kamisua, ich grüße dich. Das ist der Jahreshoroskop für deinen Sohn. Und das schauen wir mal an. Das Bild zeigt sein Geburtshoroskop. Bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das bleibt so stehen. So war die Sternenhimmel über ihn in dem Moment, wo er geboren ist, wann er geboren ist. Und das ist wie ein Momentaufnahme. Das ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist sein Seelenplan. Und die Lebensbereiche, wo Energie ist, Sonne, Mond oder die Planeten sich befinden, das sind die Lebensbereiche, was für ihn wichtiger erscheint in seinem Lebensweg als jetzt die anderen Lebensbereiche. Was für ihn wichtig ist, seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, zu seinen Werten stehen, um die Besitz und Finanzen kümmern, sich zum Behaupten gegen Konkurrenten, ein Zuhause, ein Basis, ein Fundament schaffen, dann auch das Transformation, das Loslassen nicht immer festzuhalten wollen, Anerkennung bekommen, die Berufung leben, seine Wünsche, Träume verwirklichen, um Freundschaften kümmern, die tiefe Geheimnisse des Lebens erforschen, da genau hinschauen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, aber was sich ändert, das sind seine Schritte im Leben. Das beginnt man hier bei Aszendent und er bewegt sich in 7 Jahren Perioden und das ist prägend in dieser Zeitqualität, welche Einflüsse hatte, welche Themen sind wichtig und er befindet sich gerade im Schützenperioden. Also viel Bewegung, Sport, Reisen, das ist jetzt momentan sehr wichtiges Thema für ihn und dann übergeht im Steinbockperiode. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch und sie lösen was aus im Horoskop. Wobei bei Sonnenbewegung handelt sich eigentlich um die Bewegung, die Erde. Aber wir betrachten alles aus der Erde aus und für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung. April 2019, Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich starte mit Pluto, das ist die weiteste Planet in unserem Sonnensystem. Also Pluto hier im Schütze bedeutet für ihn zur Zeit, wie wichtig das ist, die Wertschätzung oder das Selbstwertgefühl, weil das wird gerade befestigt, innerlich gestärkt. Neptun lässt Träume verwirklichen, wenn das nicht so ist, weil wir daran nicht glauben, dann fühlen wir uns auch enttäuscht. Also kommt eine gewisse Täuschung auch bei Neptun-Energie, nachdem wie wir das Empfinden, wir wahrnehmen und bei Neptun handelt es sich auch um Gefühle in erster Linie. Neptun bewegt sich zurzeit in Wassermann und löst etwas aus in sein Zuhause. Und das kann bedeuten, dass er so Tagesträume hat oder möchte so sein Zimmer so gestalten, dass nach seinem Traum entspricht. Und das sollte man auch ihn lassen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bewegt sich im Widder, also in beruflichen Situationen ist
er noch nicht, aber diesem sechsten Lebensbereich hat auch mit Alltag, mit Alltagsbewältigung auch was zu tun. Da kann etwas Uranus bei ihm auch auslösen. Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und bewegt sich auch im Schütze. Also das ist wirklich ein zentrales Thema, die Selbstwertgefühl stärken, aufbauen. Jupiter ist auch im Schütze und das zeigt seine inneren Größe. Mars ist im Stier. Wenn er jetzt erwachsen wäre, dann könnte man sagen, es handelt sich um die Liebe, Partnerschaft. Aber Mars bewegt sich relativ schnell, alle zwei Jahre befindet sich dann in diesem Bereich. Aber kann sein, dass er so verspürt, jetzt seine männlichen Kraft und oder möchte so darstellen, wie stark er ist. Venus ist eigentlich der Liebesplanet, aber diese Venus-Energie haben auch die Männer, natürlich, die haben auch Venus im Horoskop und das zeigt die Harmoniebedürftigkeit, auch die Gefühl zum Kunst, Kreativität, Schönheitssinn. Und Venus befindet sich gerade hier im Wassermann und da möchte etwas zu Hause oder sein Zimmer was verschönern. Merkur-Energie handelt sich um Kommunikation, Gespräche, aber auch Lernen, Handeln ist auch hier im Wassermann. Und Sonne zeigt die Monatsthemen. Und das ist hier im Fischen, das heißt, seine Kreativität wird hier aktiviert. Rückläufigkeit bedeutet, dass das nicht so vorangeht, wie wir das wünschen. Das wird gebremst, aber das hat auch einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Etwas noch überprüfen oder Zeit, macht langsam, sei nicht so stürmisch, überlegt es nochmal. Und diese Rückläufigkeit hat oft auch mit Vergangenheit etwas zu tun. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Alles hat mit Werte, Wertschätzung, Besitz, Selbstwertgefühl was zu tun. Die Mondenergie beeinflusst unseren Alltag und auch unseren Gefühlen. Und jetzt jeden Tag das erwähnen, wie die Mondbewegung ist dazu, ist, dann wäre diese Aufnahme ewig lang. Aber ich betone jetzt Halbmond, Vollmond und Neumond. 12. April ist schon vorbei, da war Halbmond, heute ist 13. April. Die nächste wichtige Mondposition kommt dann 19. April 2019, Vollmond im Waage. Das wirkt hier in diesem Bereich, wo die Geheimnisse sind und da natürlich die Augen öffnen, etwas erkennen oder jemand vertraut seine oder ihre Geheimnisse. Das ist dann möglich, dass sowas dieser Vollmond auslöst. 26. April ist Halbmond im Steinbock hier und da sollte sich behaupten gegen anderen Kinder. Das ist eine Spannung, Herausforderung und da lernt er sich zu behaupten. Mai 2019, Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion. Das gibt ihm Glück, Optimismus, wird wahrgenommen. Das ist schon sein Auftreten, seine Ausstrahlung. Sonne befindet sich im Widder. Monatsthema ist Alltag, Pflichten, Gesundheit und Venus und Merkur ist in Fischen. Da zeigt sich die Kindheit auch bei Venus-Energie, die Geschwister, aber auch seine Kreativität.
4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit. Und hier im Widder, wie soll sein Pflichten nachgehen? Oder wenn das um gesundheitlichen Zustand handelt, dann einfach zur Ruhe bewahren. Was in dem Alter, ich glaube nicht, dass das so ist, sondern einfach die Pflichten nachgehen und überlegen, welche Pflichten hat er. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das hat auch mit Lernen, mit Prüfungen was zu tun. Vielleicht eine gewisse Unsicherheit löst diese Mondposition aus. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Wieder die Geheimnisse erkennen oder jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse. Und das sieht man klar und deutlich. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Wieder sich zu behaupten bei anderen Kindern, das, was er dann lernt auch. Juni 2019, Venus ist im Widder. Venus bringt auch Glück und Glück, wie er sich alles seine Pflichten nachgeht, die Alltag bewältigt. Mars ist in Zwillingen. Die Mars-Energie hier ist wieder die Transformation, seine Kraft zu verspüren, sich zu behaupten, Mut zu zeigen. Und Sonne Merkur ist im Stier. Hier handelt es sich noch nicht um Partnerschaft, aber die Stierenergie wirkt natürlich auch, mal schlicht einfach mal die Zeit genießen. 22. Juni ist Neptun rückläufig, dann kommen Erinnerungen, auch Talente, Fähigkeiten, die Kreativität, was hier aber Neptun auch zeigt. Das kann auch karmischen Erinnerungen sein. 3. Juni ist Neumond im Stier und es ist gut zum Zurückziehen, Entspannen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hier, wo er Anerkennung braucht und er hat im Tag vielleicht mal das Gefühl, oh, ich werde übersehen, ich bekomme zu wenig Anerkennung oder Aufmerksamkeit. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, er wird wahrgenommen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen und es ist eine gewisse Spannung, auch mit anderen Kindern oder Geschwistern. Juli 2019, Sonne Venus ist in Zwillingen und Mars ist im Krebs. Also Sonne Venus hier einfach bedeutet die Veränderungen, das sind auch Erneuerungsprozesse. Einfach die Venus-Energie auch wahrnehmen und das ist schon die Harmoniebedürftigkeit, die Kreativität und das Leben, da die Aufmerksamkeit lenken. Mars im Krebs, wer sich behauptet in die Schule, bei Lernen, aber kann auch bedeuten, Fremdsprache lernen oder Kontakte zum Ausland oder eine Reise. Und Merkur ist auch im Krebs. Das wäre eine gute Zeit, Auslandskontakte pflegen oder wirklich Fremdsprache lernen. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen
Und da ist wichtig die Nachdenklichkeit hier. Wovon soll er verabschieden? Was belastet ihn? Oder welchen Gefühlen soll er überwinden, wie zum Beispiel Angst oder Unsicherheit, dass er zu seiner Stärke kommt? 9. Juli ist Halbmond in Jungfrau und das kann bedeuten, dass er seine Hoffnungen, seine Träume zweifelt daran oder hat Stress mit Freunden. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, zu seinen Werten stehen und dieser Vollmond ist gleichzeitig Mondfinsternis. Und jede Mondfinsternis hat karmische Themen. Also kann auch bedeuten, dass zu karmischen Erinnerungen kommen. Und er hat in früheren Leben sehr viel Ansehen gehabt. Und dann hat dieses Bedürfnis diese Werte wieder bekommen oder diese Ansehen. Natürlich spielt das alles im Unbewussten ab. Aber mit Verhalten zeigt sich das schon. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, wieder entweder ist kreativ, aber er kann es nicht wirklich genießen oder eine gewisse Spannung mit Geschwistern. August 2019 Merkur ist in den Zwillingen, Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Die Merkur-Energie hier zum Lernen, wie soll er sich ausdrücken, was soll er später lernen. Und bei Mars, Venus, Sonnenenergie hier im 9. Lebensbereich handelt sich um Kontakte im Ausland oder Reisen. 1. August ist Neumond im Krebs. Das ist auch die Nachdenklichkeit, welche Kontakte soll er pflegen, wo geht die Reise hin. 7. August ist Halbmond im Waage. Das ist Spannung, Nervosität und das ist gut ein Rückzug. Die 12. Lebensbereich zeigt auch Rückzüge an. 25. oder von etwas sich aushalten, sich nicht einmischen, sonst wird das noch schlimmer. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Das beleuchtet Thema, wie setze ich mich durch bei anderen. 23. August ist Halbmond im Widder hier. Da ist einfach die Lust nicht da, seine Pflichten nachzugehen. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier, das ist die Nachdenklichkeit, wird gleichzeitig von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist der Stern der Könige. Und im Geburtshoroskop hat er schon Regulus Einfluss. Und Regulus ist auch der Herz der Löwen, also das ist eine Herzensangelegenheit. Was begeistert ihn? Was möchte er verwirklichen, da nachdenklich zu sein? September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und das ist Anerkennung, Ansehen, das, was er braucht. 6. September ist Halbmond in Skorpion, das sind gewisse unsichere Auftreten. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet die Bereiche, die Wohnsituation und da klärt sich was auf. 22. September ist Halbmond im Stier. Er sollte die Ruhe bewahren, mal den Tag genießen, aber doch gewisse Spannung da. 28. September ist Neumond im Löwe. Hier vielleicht mal Gedanken machen, in welche Richtung liegt die Berufung oder wie erreicht er seine Ziele. Oktober.
Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist seine Wünsche, seine Hoffnungen und Freunden. Und da bewegt sich einiges. Und Merkur ist im Waage. Und das sind schon Geheimnisse. Das bedeutet entweder, dass jemand vertraut ihre oder seine Geheimnisse, hier handelt sich um Gespräche, oder er soll schweigen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Eine gewisse Unsicherheit, wenn um die Werte geht oder Selbstwertgefühl, wäre auch nicht gut in dem Tag was kaufen. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das bedeutet die Thema Kreativität, die ganze Kindheit, wie spürt seine schöpferische Kraft, was möchte er gestalten. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen und das löst aus, dass er Schwierigkeiten hat, von etwas verabschiedet und versucht es festzuhalten. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich sein, was sind seine Wünsche oder nachdenklich sein, welche Freunde kann er vertrauen und wen kann er nicht vertrauen. November. Merkur, Venus ist im Skorpion und das bedeutet, er möchte was Schönes, er möchte gut aussehen und kommen auch die Gespräche oder anderen hören zu, was er meint. Und Sonne ist im Waage und das ist schon in die Tiefe schauen, was ist die Ursache an etwas oder welche Geheimnisse liegen da oder Sonne bedeutet auch Klarheit oder öffnet den Augen, erkennt die Wahrheit oder die Geheimnisse. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass er Themen hatte von Vergangenheit oder Kontakte mit jemand von Vergangenheit oder dass die Gespräche nicht so laufen, wie er das so vorstellt. 28. November wird Neptun direktläufig und das hat einen Einfluss auf Kreativität und auf unsere Träume zum Verwirklichen und es geht dann auch voran. 4. November ist Halbmond im Steinbock, da wieder die Konkurrenz in die Schule, Geschwister da sich behaupten, ist wichtig. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet die Thema Pflichten. 19. November ist Halbmond im Krebs und das ist eine gewisse Unsicherheit bei Prüfungen. 26. November ist Neumond im Waage und das ist Rückzug. Er braucht diesen Rückzug in diesem Tag. Dezember 2019. Mars und Merkur ist im Waage und das bedeutet entweder, dass jemand seine Geheimnis erzählt, aber hier gibt es auch geheime Feinde und es ist eine männliche Person, dass er sich dann wirklich behaupten muss oder er hat das Gefühl, über ihn wird geredet hinter seinem Rücken. Und Venus befindet sich in Skorpion, Sonne befindet sich im Skorpion, Sonne im Skorpion, das heißt, er wird wirklich wahrgenommen und Venus ist im Schütze und das heißt, er möchte was für sich kaufen. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung zu Hause oder ist ein bisschen hektisch alles und er braucht diesen Rückzug. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, er soll den Tag genießen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, er hat das Gefühl, er wird übersehen.
Er bekommt zu wenig Anerkennung oder Aufmerksamkeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das bedeutet, überlegen, wo liegen seine Werte oder was möchte er kaufen. Januar 2020. Jupiter übergeht in die Schütze und es zeigt dann seine optimistische Haltung, steht auch zu seinen eigenen Werten. Jupiter bringt auch Glück. Venus ist im Steinbock, das ist die Verbindung zum Geschwister. Sonne und Merkur ist im Schütze. Also wichtige Monatsthema ist Werten und Finanzen. Und Mars ist in Skorpion und das zeigt für ihn persönlich, er kann sich wirklich behaupten und zeigt Kraft und Mut oder macht Sport. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Schule und sich behaupten bei Geschwistern oder bei anderen Kindern. Venus und Merkur ist im Wassermann, da ändert sich etwas zu Hause. Venus-Energie heißt, er verschönert etwas. März 2020. Venus ist im Widder. Und es ist für ihn angenehm, den Alltag zu bewältigen. Mit Venus-Energie verläuft das alles schön, harmonisch. Pluto und Saturn befindet sich im Steinbock und bleibt auch ziemlich lang im Steinbock. Und hier hat er wirklich Lernaufgabe, das ist die Saturn-Energie, lernen, Kraft zu zeigen, sich zu behaupten, sich zu wehren. Sonne und Merkur ist im Wassermann und das bedeutet, wichtige Monatsthema ist die Zuhause und Mars ist im Schütze und das heißt, er behauptet sich, er steht auch zu seinen eigenen Werten. Liebe Camisua, das war dieser Jahreshoroskop für deinen Sohn. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag und ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute, alles Liebe von Dendera.